Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ein schönes Forever. Ja, let's go. Ich kann es kaum erwarten, meine Kinder durch diese immer mehr zerstörte Welt fast verhungern zu sehen. Ich musste heute sowieso schon zum Finanzamt, weil ich meine Steuern nicht zahlen kann, weil die einfach viel zu viel Geld von mir haben wollen. Also viel schlimmer kann es heute sowieso nicht mehr werden. Let's see. Das ist süß. Wir hatten Diddle auf jeden Fall verfolgt, ist ja klar. Wir hatten den komischen Jäger auch irgendwie hinterhergejagt. Wer ist das denn eigentlich? Ah, ich habe meine Liste gar nicht. Müsste Jay sein, ne? Rot war Jay. Ich habe das leider immer noch nicht aus dem Kopf raus. Ja, ja, Rot ist Jay und der ist uns, glaube ich, auch fast verhungert. Und jetzt stirbt er uns weg, weil er einfach zu verfressen ist. Alles klar. Nein! Ach, als ob. Wenn Jay jetzt erschlagen wird, nach all der Zeit, das wäre natürlich richtig scheiße. Nachdem er fast verhungert war, dann auch noch zerquetscht werden. Aber sieht, glaube ich, ganz gut aus. Sollte noch leben. Oder auch nicht? Hallo, das müssen wir doch gemerkt haben. Ach, wie süß. Ja, das ist doch schon mal schön. Schöner Einstieg in diese Folge. Aber wie wir auch überhaupt nicht dahin laufen, ne? Ist ihm scheißegal, ob er da fast zerquetscht wird. So, und ich habe heute das Gefühl, also erstmal Nacht 22, dass wir heute das Spiel beenden werden, weil ich habe schon 4 Spielstunden und laut How Long to Beat dauert das im Durchschnitt nur 4 Stunden. Das heißt, ich bin unter dem Durchschnitt wie mein ganzes Leben schon. aber ja, sollte dann heute vielleicht mal zu Ende gehen, dieses Spiel. Die verbrennen hier ihre ganzen Reifen, auch richtig geil. Sollen wir mal probieren, hier so ein Ding zu essen? Vielleicht sind die ja essbar und ich verschmäler die ganze Zeit, obwohl das eigentlich gar nicht hätte sein. Okay, ist schon Müll. Ist schon Müll, aber ich erkenne. Stimmt, das ist so ein Müllhaufen hier. Es ist halt auch. Ih, da kommen so Tüten und sowas raus. Okay, merken wir uns, dass das Müll ist. Wir verfüttern nämlich keinen Müll mehr an unsere Leute. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die schneller wieder hungrig werden, wenn da Müll ist. Vielleicht kriegen wir diese Taube. Das wäre richtig cool. Ja, oh, da hat er richtig geknurrt. Können Füchse knurren? Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber anscheinend schon. Ja, hier ist schon mal. Ist wahrscheinlich zu früh, weil so eine Taube hätte. Kann ich die auch wieder wegnehmen? Sieht doch ein bisschen Sci-Fi-mäßig aus, ne? Mit diesen Krähen da hinten oder was auch immer das sein soll. Sieht fast aus wie so eine Kamera oder so. Bisschen spacig ist das ja schon. Aber hier gibt es sehr, sehr viel Essen. Hier sind überall diese Tauben. Und wir können auch allgemein die ganze Zeit jagen. Kommen die Tauben jetzt, weil hier die ganzen Menschen sind? Oh, kann auch sein, ne? Weil die werden doch irgendwie von Menschen angezogen, weil die andauernd irgendwie einen Scheiß essen. Deswegen sind Tauben auch so vielen Städten unterwegs. Nein, als ob hier eine Falle ist! Oh, aber der will uns helfen, nicht wahr? Wir haben eine neue Fähigkeit erlernt, Fallen entschärfen. Okay, wir laufen ganz schnell weg, auch wenn der uns da hilft. Und der Jäger nicht auf uns geschossen. Ach du Scheiße, ey, war da einfach eine Falle. Die will ich gar nicht. Kann ich einfach weglaufen? Ich will nichts mit den Menschen zu tun haben. Nur mit Molly, oder wie die hieß. So, okay, die Ratte behalten wir erstmal im Mund. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, nicht wahr? Hm. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Die Nacht ist fast vorbei und wir wurden einmal gefangen. Wir könnten Molly noch einmal Hallo sagen, bevor wir in die Nacht gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Damit dieser Tag nicht völlig umsonst war. Molly, 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 du bist so nett. Molly, 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 hi. Geht's dir nicht gut? Guck mal, ich habe eine Ratte. Hey, wie sieht sie denn aus? Wie so ein Zombie. Hä, sie sieht aber nicht gut aus. Guck mal, sie kriegt auch zu wenig zu essen, aber gibt trotzdem immer ihren Apfel oder ihre Beeren oder was das da ist an uns ab. Ich habe noch eine, ich kann nicht mit ihr interagieren, solange ich diese Maus habe. Hi, ich interagiere trotzdem mit dir. Ich lege sogar die Maus für dich ab, weil ich so ein netter kleiner Fuchs bin, ja. Wenn ich das Einzige bin, was dich glücklich macht im Leben, dann tue ich das gerne. Aber guck, sie ist auch richtig verwahrlost. Ah, wahrscheinlich sind die nämlich gar nicht so reich und können sich gar kein Essen leisten. Und deswegen muss der Vater die ganze Zeit irgendwelche Tiere jagen. Für das Pelz, oder für den Pelz, dass sie überhaupt Essen bekommen. Guck mal, die hat nicht mehr Augen. Hatte sie schon vorhin keine Augen? Sie ist ein richtiger Zombie, ey. Ich kann ihr aber leider nicht helfen. Es tut mir so leid. Okay, aber das war noch wichtig, dass wir zu ihr gegangen sind. Da oben ist auch ein Mensch. Guck mal, die leben hier alle so wie in Slums, so ein bisschen. Also irgendwie auch nicht so cool. Also denen geht's auch nicht so gut. Hi, bitte nicht schießen, danke. Zum Glück bist du so blöd wie so ein Star Wars-Krieger, die was treffen. Ich geh schlafen. Ich hab Bock zu schlafen. Nacht 23. Eine neue Spur. Der folgen wir direkt. Hoffentlich ist der Jäger nicht da. Der war ganz. Doch, ist er. Der ist ganz schön nah an unserem Lager dran. Ja, guck mal weg. Na, 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 na. Nur ein kleiner Fuchs auf Umwegen. Alles cool. Oh, es gibt eine Essensspur oder eine Diddelspur. Oh Gott, Essen oder Diddel. Essen oder Diddel. Okay, wir gehen die Diddelspur. Ah, da könnten wir auch hoch. Nee, nee, wir müssen. Diddel ist wichtiger als alles andere. Wir müssen zu Diddel. Übrigens, ich finde gut, dass Dennis jetzt nicht mehr hinterher hinkt. Der hat ja
eine Weile hinterher gehangen gehabt, dass wir ihn sogar mitschleppen mussten. So ein richtiger Klotz am Bein. Aber ab und zu haben das Kinder vielleicht. Vielleicht hat er einen Wachstumsschub oder sowas. Oh, eine Bärenfalle. Und deswegen ging es ihm nicht so gut. Was hat's mit dieser Bärenfalle auf sich? Da ist ja wohl nicht der Diddle reingeraten. Ah, er hat die aufgestellt. Was ist da hinten? Der komische Jäger hat hier auf jeden Fall eine Bärenfalle aufgestellt, die aber auch ausgelöst worden ist. Also irgendjemand ist da schon reingelaufen. Okay, das ist auf jeden Fall Molly und irgendein anderer Typ, den wir gar nicht kennen. Der Molly anscheinend nicht so gut behandelt. Ja, guck, der ist nämlich blöd. Jäger und anderer Jägertyp mögen einander auf jeden Fall nicht. Was hat er? Hat er Diddle geklaut? Das kann auch sein. So, wir müssen natürlich nochmal zu Molly gehen. Oh nein, heute hat sie nichts. Ist okay. Wenn du das selber brauchst, um zu überleben, dann isst den Apfel lieber selber. Uns geht's hungertechnisch gerade eigentlich ziemlich gut. Hauptsache, dir geht's gut, Molly. Dass du nicht so ein blöder Typ wirst wie dein Vater. Können wir ihr vielleicht irgendwie helfen? Wir können halt nichts. Oder doch, warte mal. Ich versuche mal irgendwie einen Apfel oder so für sie zu finden. Eine Maus oder sowas wird sie wahrscheinlich nicht so geil finden. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber vielleicht bekommen wir es ja irgendwie hin. Oh, hier sind ganz schön viele Menschen. Ihr trotzdem irgendwas zu essen zu bringen. Ja, der sieht nicht so nett aus da hinten. Nee, da bleiben wir lieber ein bisschen weg. Ich glaube, ich finde hier nichts für die Molly. Da wäre eine Maus. Überall nur Mäuse. Vielleicht hier oben? Oh, wo kommt der denn her? Okay, gut, dass ich hier hochgegangen bin. Holy shit. Nur Müll. Müll wird die Molly wahrscheinlich auch nicht so geil finden. Was mögen Menschen denn? Mann, ich hätte einfach nach Hause gehen können. Stattdessen würde ich jetzt einfach wieder rum, weil ich der Molly helfen will. Scheiße. Was mache ich denn auch? Doch einfach nach Hause gehen? Ich finde ja nichts. Ja, sorry, Molly, du musst einen Tag leider noch ausharren. Vielleicht finde ich morgen einen Apfel für dich, den ich auch mitnehmen kann, der nicht von meinen Welpen sofort gefressen wird. Ja, aber scheiße, wenn sie jetzt verhungert, ist das auch doof. Schwierig. Mit Liebe kann man sich kein Essen kaufen. Also, naja, mehr oder weniger vielleicht doch. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Nacht 24. Der Jäger ist weg. Hauptsache kümmert er sich jetzt mal um seine Tochter ein bisschen. Das wäre mal ganz schnieke. Oh, scheint, als wenn die Gitarrenleiterin bei ihr wäre, bei Molly. Das ist doch mal süß. Da sind böse Menschen und liebe Menschen vereint. Oder es ist halt einfach nur aus meiner Wahrnehmung, dass sie böse oder lieb sind. Immer eine Sache der Perspektive. Die machen wahrscheinlich auch nur das Richtige aus ihrer Sicht. Die sind ja nicht böse, des Bösesein Willens, sondern weil sie wahrscheinlich auch einfach Geld brauchen. Und das wahrscheinlich auch nicht, weil sie einfach gierig sind oder so, sondern weil sie auch überleben wollen. Dann brauchen wir uns ja heute eigentlich nicht um irgendwas zu kümmern, nicht wahr? Dax geht's gut, Molly geht's gut, der ganzen Sippe geht's gut. Essen haben wir auch ganz viel und sie sind sogar schon müde wieder. Ja, dann war das ein kurzer Tag. Nacht 25. Wieder eine neue Spur, man kennt's langsam. Ja, mit ihrem komischen Schiff. Aber guck, da hat Molly auch keine Augen. Das Schiff kippt um. Und Molly... Ach so, hat sich Molly verletzt. Okay, das macht Sinn. Also jetzt ist sie auf jeden Fall verletzt, das Schiff ist auch kaputt. Also deren Leben ist auch nicht so geil. Kann man wohl so sagen. Das Schiff ist auch am Arsch. Können die, glaube ich, auch nichts mehr mitmachen. Oh, der Blödmann hat hier eine Bärenfalle aufgestellt. Kann ich die irgendwie... Oh Gott. Kopf ab. Einfach bei Dennis der Kopf ab. Dennis kann Fallen entschärfen. Hä? Okay, wild. Vielleicht hat er das heimlich gelernt und deswegen war er diesen einen Tag so humpelig drauf, weil er das erst erlernen musste und ein paar Bärenfallen reingelaufen ist, während er nicht bei uns war. Nacht 26. Heute gehen wir mal den anderen Weg. Haben wir irgendeine Spur? Nein, keine Spur für uns. Wir hören... Der ganze Wald ist by the way weg, ne? Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Das war hier alles mal Wald und jetzt ist hier alles voller Müll und Scheiße und kein Wald mehr. Wir lebten irgendwann mal in einem Wald, ganz am Anfang. Oh. Okay, es gibt mehr als einen Jäger. Und hat da nicht eben noch jemand gesungen? Hat er jetzt den abgeballert, der hier gesungen hat? Okay, das war wieder nur ein Essensbeschaffungstag. Können wir mal wieder zu den Woods gehen, zu unserem allerersten Unterschlupf. Hier sieht es auch noch relativ okay aus. Hier gibt es zumindest noch ein bisschen Grün und nicht alles ist verschmutzt. Okay, aber wir sind gut ernährt, haben gut geschlafen in unserer alten Unterkunft. Trautes Heimglück zu dritt.
Zu viert, wir sind ja sogar zu viert. Nacht 27. Gibt's eine neue Spur? Ja, natürlich gibt's eine neue Spur. Okay, er kümmert sich zumindest um seine Tochter mehr oder weniger, je nachdem was das ist. Es hängt da auch oben an seinen komischen Ast dran. Also vielleicht vergiftet er sie auch und will, dass sie zum Zombie wird. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, auch bei diesen ganzen Keep-Out-Sachen und sowas hier. Vielleicht ist das hier einfach die Vorgeschichte von Resident Evil 4. Also Raccoon City ist das hier vielleicht, das kann auch sein. Sie hat gekotzt. Ja, guck, er verabreicht ihr irgendeine Scheiße. Also entweder das war abgestandenes Wasser, was ihr nicht so gut bekommt, oder er vergiftet sie tatsächlich in vollem Bewusstsein, dass er es tut, damit sie irgendwas anderes wird. Ja, sorry meine Kinder, aber heute gibt's Müll. Damit ihr in Erinnerung behaltet, dass es nicht immer nur leckeres Essen gibt. Sonst verwöhne ich euch noch zu sehr und dann wollt ihr nur noch leckeres Essen. Ab und zu Müll muss auch mal sein. Ach guck mal, und hier haben wir auch gleich noch mehr Müll. Freut ihr euch schon, Kinder? Heute ist ein Mülltag. Und es geht ihr gar nicht gut. Ich frage mich, warum sie die ganze Zeit den Diddle hat und den nicht einfach freilässt. Die weiß doch sicherlich, dass das mein Kind ist. Oder zumindest, ja, also Füchse und Füchse gehören ja wohl zusammen irgendwie. Ich bin so gespannt, wie sich das alles auflösen wird am Ende. Mit Molly, mit uns. Bin mir schon ziemlich sicher, dass wir all unsere Kinder retten werden. Weil außer diese eine Nacht, wo Jay wirklich fast verhungert wäre, lief das bisher eigentlich ganz gut. Und so die letzten Nächte haben wir immer relativ viel Essen gefunden. Also da... Oh, auch kein Problem. Es sei denn, hier gibt es komische Menschen, die einen mit ihren Äxten einfach zerhacken wollen. Dann kann das natürlich auch nochmal stressig werden. Aber da gehe ich da einfach nicht lang. Tja, schön, schön. Auch wenn es heute nur Müll gab, wir sind trotzdem alle satt geworden. Und können wieder... Oh, hallo Deckchen. Hi, na? Kommst du auch gerade nach Hause? Oh, er schenkt uns einen Apfel. Cute. Also ich habe zwar genug Essen heute gehabt. Aha, der will sich nur bei meinen Kindern einschleimen, weil ich den heute die ganze Zeit Müll gegeben habe. Das ist so die nette Großmutter von nebenan. Die mitbekommt, dass die Nachbarn nur, also die Nachbarskinder nur Scheiße bekommen und dann gibt sie denen irgendwie ein Eis aus oder sowas. So war der Dachs gerade drauf. Frech. Mischt er sich einfach in meine Erziehungsmethoden ein. Nacht 28. Wieder eine neue Spur. Hey, die werden auch ein bisschen größer, oder? Guck mal, die haben jetzt schon so eine freche Frisur. Doch, guck mal, die werden so ganz wuschelig. Die kommen jetzt ins Teenager-Alter. Süß. Finde ich gut, finde ich gut. Auch wenn sie dann vielleicht nicht mehr so ganz doll auf mich hören und dass er gefährdet ist, wenn sie nicht mehr auf mich hören in dieser Welt. Aber sonst finde ich es gut, dass sie langsam erwachsen werden. Weil wenn sie dann doch durch dieses Teenager-Alter durchkommen, dann können sie zumindest auf eigenen Beinen stehen und brauchen mich nicht mehr zum Überleben. Okay, sie suchen Hilfe und lassen Diddle sogar zurück. Und die anderen wollen ihm aber nicht helfen. Aber Diddle ist ja trotzdem nicht hier. Aber Diddle war auf jeden Fall jetzt gerade... Whoopala! Nur zweitrangig. Es tut mir leid, dass ihr diese komischen Wege gehen müsst. Da, da, da. Oh. Oh nein, Jäger! Ist sie gestorben? Ist Molly gestorben? Nein, ihr geht's nur nicht gut, oder? Ich bin ein alter Freund von Molly. Ich weiß, wir hatten unsere Schwierigkeiten. Aber du weißt doch, dass ich eigentlich nur das Beste für deine Tochter wollte, oder? Er lässt Diddle frei? Ach, guck mal, wie Diddle auch fragend ihn anguckt. Darf ich wirklich gehen nach all der Zeit? Diddle ist ja voll süß. Guckt euch mal Diddle an. Oh mein Gott. Das ist doch wirklich herzerwärmend. Ist Molly wirklich tot oder kann ich ihr noch helfen? Jetzt frage ich mich halt, ob ich ihr wirklich einfach einen Apfel geben konnte oder sowas, dass sie eben nicht stirbt. Diese eine Nacht, wisst ihr? Wo sie nichts mehr hatte. Ob wir dieses Ende verändern hätten können. Jetzt hat er ja nichts mehr, wofür er zu kämpfen lohnt. Jetzt, wo er seine Tochter verloren hat. Und deswegen ist er wahrscheinlich uns auch nicht mehr böse. Also kann ich mir vorstellen. Sprachlos. Willst du vielleicht mit uns und der Dachs-Familie zusammenleben? Also ich hätte nichts dagegen. Ja, aber die können doch nicht einfach Molly töten, hä? Oh Mann, ich hätte die locker irgendwie retten können. Kann ich noch irgendwas machen? Du, es tut mir leid. Ja, scheiße. Okay, Molly ist tot. Können wir ihm nicht trotzdem irgendwie helfen? Als nur so? Schämmerlich. Ach Mann.
Können wir nicht irgendwie Medizin holen oder sowas? Oder ist sie wirklich tot? So richtig tot. Einfach verhungert, weil er nicht genug Essen für sie ranbringen konnte oder so. Ja, hat sie erreicht? Weiß ich auch nicht. Molly ist tot. Eine unserer wenigen Freunde in dieser Welt. Familie ist noch am Leben. Aber in einer Welt, die halt auch zerstört ist. Ob das jetzt wirklich ein Gewinn ist? Finde ich schwierig. Und jetzt kommt hier auch noch so ein Typ an. Hallo, wir haben hier gerade Familienzusammenkunft und dann kommst du an, oder was? Oh, falsche Richtung. Bitte nicht hier hoch. Warte, kann der klettern? Seit wann kann der klettern? Ja, jetzt hätte ich hier noch auf der Zielgerade einfach getötet, oder was? Nö, ausgetrickst. Ausgetrickst, ich hau ab. Ich bin weg von dir. Okay, wir müssen leider nochmal Müll essen. Sorry, Leute. Hä, der verfolgt uns einfach immer noch. Verfolgt uns jetzt bis nach Hause. Ist nicht sein Ernst. Okay, wir haben nicht so viel zu essen. Aber die Nacht bricht an und bevor ihr noch mehr Essen verliert, lieber pennen gehen. Nicht ganz nach 30. Da ist er wieder. Tatsächlich, bis nach Hause verfolgt der Blödmann. Aber warum ist das Spiel noch nicht vorbei? Ich hab doch meinen Diddle wieder. Das macht mich gerade ein bisschen fertig, muss ich sagen. Oh nein, da passiert noch irgendeine Scheiße. Nacht 29. Was soll denn jetzt noch passieren? Die Welt wird einfach immer nur kaputter. Das war meine einzige Aufgabe, Diddle zu holen. Was will ich denn jetzt noch machen? Ich kann dem Jäger nicht helfen. Ich kann Molly nicht helfen. Ich kann nur meinen Kindern helfen. Schwierig. Und die zweite Kacke ist jetzt natürlich... wir haben mit Diddle jetzt noch ein Maul, das wir mehr stopfen müssen. Da hat sich wenigstens... Das ganze Kindesalter hat sich der Jäger um den gekümmert. Das war ja eigentlich ganz nett. Und bei Regen habe ich so die Erfahrung gemacht, gibt es sehr viel weniger zu essen, als wenn es nicht regnet, weil dann irgendwie die ganzen Tiere auch sich verstecken und zurückhalten etc. Ich habe so die Befürchtung, dass das Essen so langsam dann auch wieder ausgeht in dieser Welt. Jetzt kurz vor Ende verhungern mir meine Leute alle wieder weg, oder wie? Nein, ich finde überall nur Müll. Das ist doch scheiße, ich will nicht die ganze Zeit nur noch Müll finden. Mein alter Unterschlupf ist weg. Hier ist auch zu. Okay, der hat all meine Unterschlüpfe kaputt gemacht. Und die Nacht bricht an. Okay, wir müssen ganz schnell zu unserem einzigen Unterschlupf, den letzten Unterschlupf, wo wir noch überhaupt leben können. Shit. Und ich habe kein Essen mehr. Das ist halt richtig scheiße gerade. Jetzt habe ich einfach meine ganzen Kinder wieder und bin trotzdem am Arsch, weil ich kein Essen habe. Dax, hast du bitte was zu essen? Ja, der Dax hat was zu essen. Oh, Dax, du bist der Beste. Ich liebe dich, Dax. Heute darfst du in meine Erziehung eingreifen. Oh ja, das hat gerettet. Das hat richtig gut gerettet. Danke, kleiner Dax. Danke, danke, danke. Ist Nacht 30? Oh, jetzt bricht das hier auch noch ein. Unsere ganzen Unterschlüpfe brechen ein. Ist das dein scheiß Ernst, dass du jetzt... Nein. Das war unser letzter Unterschlupf, den wir überhaupt noch hatten. Einfach eine Flut? Und der Dachs treibt ab. Nein, kleiner Dachs, komm zurück. Wieso treibt ihr denn jetzt auch ab? Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Natürlich sterbe ich auch noch. Das ist das Ende, oder was? Hätte ich vielleicht doch eine Nacht früher aufhören sollen? Aber guck, Nacht 30 und zu Ende. Jetzt hätte mich ja ruhig nochmal irgendwie der Jäger retten können. Merkt, dass ich da im Wasser bin, zieht mich raus und ich bin sein Hund oder so? Was weiß ich denn? Und wir gehen zusammen auf die Jagd, damit wir beide überleben. Wäre das nicht ein viel schöneres Ende? Aber ernsthaft? Ihr bringt mich um? Oh, ich lebe doch noch. Oh, da bin ich jetzt einer meiner Kinder. Das kann natürlich auch sein. Also wir halten fest. Es war mal ein richtig schöner grüner Wald hier alles. Die Menschen haben alles abgeholzt, haben alles verschmutzt und eklig gemacht.
und hier eine Wüste rausgemacht. Und den Menschen geht's trotzdem nicht gut. Die Menschen haben alles ausgebeutet und es geht denen da hinten trotzdem nicht gut. Das sind trotzdem einfach Zombies. Jetzt ist die Frage, ob wir immer noch wir sind, ob wir Dizzy sind. Scheinbar aber schon. Hä, ist das nur ein Traum? Das wirkt sehr surreal. Alle gerettet irgendwie. Ah, die sind sogar abgetrieben von diesen Dingen, von dem Jäger, ne? Von dieser komischen Schüssel. Aber wie konnte ich das denn überleben? Hä? Okay, wir sind nicht tot. Dann nehme ich alles zurück. Vielleicht wird das Spiel ja doch noch ganz toll. Oder das Ende. Die Eule ist tot. Ja, das hast du verdient. Du blöde T-Rex-Eule. Und wo ist der Dachs? Lebt unser Dachs noch? Der ist doch auch abgetrieben. Alle sind abgetrieben. Ist das der Dachs? Oh nein. Ja, hier, ich bin da. Ich bin da. Du brauchst nicht zu weinen. Aber ich kann ihnen auch nicht helfen. Nein, der hat auch sein Kind verloren. Alle verlieren ihre Kinder, nur ich nicht. Zum zweiten Mal wird die Familie der Dachse getrennt. Oh no, oh no, no, no. Ich glaube, das Spiel will uns sagen, dass wenn wir die Natur ausnutzen für unseren eigenen... Was ist nicht denn? Nein, ich komme nicht zu dir. Um unseren eigenen Nutzen und sie ausbeuten, dann bringt das keinem was. Man sollte... Nein! Halt dein Maul, jetzt schießt er auf mich oder was? Man sollte nur so viel aus der Natur entwenden, wie man ihr auch wiedergeben kann. Der Nachhaltigkeitsgedanke, man kennt's. Der wollte gerade wirklich auf uns schießen, hat's aber nicht hinbekommen. Das war dieser komische Axtfuzzi, der die ganze Zeit schon so assig war. Aber jetzt versteht man auch, warum der... warum der Jäger uns abgeschossen, also oder uns haben wollte oder auch Diddle haben wollte. Oh, kannst nicht mehr. Kommt mit. Nein. Dem Dennis geht's schon wieder nicht gut. Ich trage dich, auch wenn ich eigentlich kaum noch Kraft habe. Wir werden irgendwie überleben. Wir finden einen neuen Wald. Komm, wir schaffen das schon irgendwie. Diddle fängt auch schon an zu humpeln. Dennis, hast du Kraft getankt, dass du wieder laufen kannst? Weil Diddle braucht jetzt... Ja, okay. Diddle braucht jetzt Unterstützung. Okay, komm, wir geben unser Bestes. Ich höre Wasser, glaube ich. Ist das da hinten Wasser? Oh nein. Eine Schlucht. Tja, hilft ja nichts. Schafft ihr das alle? Ihr könnt ja alle hüpfen, ne? Ja. Nein, du auch. Komm. Er hat nie gelernt zu hüpfen, oder was? Komm. Dann zusammen. Oder hat er einfach keine Kraft mehr? Wer war das? Der Nico. Aber keiner bleibt zurück. Hier, Wald! Eine neue Hoffnung? Willst die Menschen das auch vernichten? Ein Stück Wald. Ja, wir kriegen neue Hoffnung. Nein! Wieso? Lass uns doch in Ruhe, ey. Ohne Witz, lass uns einfach in den Wald. Wenn ich jetzt noch sterbe, dann raste ich völlig aus. Oder wenn irgendeiner meiner Kleinen stirbt. Wenn hier noch irgendeine Scheiße passiert. Bitte lass einfach ein Happy End. Ja, hilf mir, kleiner Dachs. Da will uns jemand abschneiden. Nein, wir sterben garantiert noch. Ach komm. Bitte, nein, bitte lass es doch einfach. Das war so klar. Scheiß Ernst. Das ist dein fucking Ernst. Es ist diese Bambi-Sache. Er hat nichts davon, aber ich werde garantiert verbluten. Wollen wir wetten? Ja, halt dein Maul. Naja, aber es ist nur der Unterbein. Eventuell kann man das noch retten. Ja, obwohl, er hat auch in den Magen getroffen. Er hat einen Durchschuss gemacht. Ach Mann. Ja, meine Kleinen, ich hoffe, ich habe euch genug beigebracht in diesen 30 Nächten. Und dass der Jäger dir auch genug beigebracht hat, Diddle, während du nicht bei der Familie warst. Weil ich vermute, ich werde das nicht überleben, diesen Schuss. Es ist eine zu dolle Wunde. Es tut mir leid, meine Kleinen. Ihr schafft es auch ohne mich. Da glaube ich ganz fest dran. Ihr werdet es. Geht zu Onkel Dachs. Er wird euch geleiten, jetzt, wo sein Kind weg ist. Ich kann nicht mehr. Diddle.
bin so froh, dass du noch lebst. Hab ein schönes Leben, Diddle. Wein nicht, ihr weint. Ja, da gibt's dann aber auch keine Hoffnung mehr. Nee, musste nicht sein. Erst lassen Sie mich Diddle wiederkriegen. Glücksmoment. Dann lassen Sie meine Kinder wegschwimmen. Scheißmoment. Dann lassen Sie mich noch ertrinken. Auch Scheißmoment. Dann habe ich doch noch überlebt. Kann meine Kinder nochmal retten. Schaff's sogar in den blöden Wald, der nochmal Hoffnung gibt. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Und sterb dann trotzdem. Also das einzig Positive ist, dass die Ducks Mutter da halt auch noch überlebt hat. Und die sich halt mehr oder weniger jetzt um die Kinder kümmern kann. Die Kinder haben zumindest alle überlebt. Auf das Ende hätte ich auf jeden Fall verzichten können. Aber ja, sie gehen mit der Ducks Mutter weiter. Vor allem beide haben ja irgendwie dasselbe Schicksal. Die Ducks Mutter hat ihr Kleines verloren und die Kleinen haben ihre Mutter verloren. Obwohl es natürlich schöner gewesen wäre, wenn wir einfach zu siebt zusammengelebt hätten. Wäre doch auch eine Option gewesen. Müssen die Kleinen irgendwie allein in der Welt zurechtkommen. Jo, dann danke an alle, die bis hierhin mit zugeschaut haben. Dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Tschüss.